Ja, wir haben soeben im Rat beschlossen, dass die Entwurfsplanung für die Mobilitätslinie 1, also die Verlängerung nach Sennestadt, jetzt durchgeführt werden kann. Es ist einstimmig durchgegangen, dass wir die Planungen weiter fortführen. Es ist noch nichts entschieden im Detail, aber genau das soll jetzt erstmal geplant werden. Wir haben mit zugestimmt, weil ein ganz wichtiger Punkt, den wir als Ergänzungsantrag reingebracht haben, zugestimmt worden ist, nämlich dass mitgeprüft wird, wie wir Wachstumsimpulse für Wohnen und Gewerbe entlang der Straßenbahnstrecke einbauen können, wie wir das umsetzen können. Das soll die Verwaltung prüfen im Rahmen der weiteren Entwurfsplanung. Denn nur wenn wir dort auch Wachstumsimpulse setzen können, bringt die Straßenbahnlinie auch einen deutlichen Mehrwert für die Stadt.